Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Bei der Macht von Grayskull. Ich habe die Nerd Power. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit He-Man and the Masters of the Universe. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Michael, Kess, Sven und Basti. Sonntagabend, 20 Uhr, 15. Zeitverschiebung, Zeitverschiebung. Zeitverschiebung. Hier ist Nerdizismus mit dem zweiten Teil unserer launigen Runde zu Masters of the Universe Revelation Part 2. Mit mir dabei, von euch aus gesehen, zu meiner Rechten, das ist die Kess, hallo. Unter mir ist der Basti, hallo. Und unter der Kess haben wir den Sven. Hallo. Ja, es hat ein bisschen länger gedauert. Wir hatten dann ein technisches Problem hier, beziehungsweise der Server, den wir normalerweise verwenden, der hatte irgendwie jetzt gerade keine Lust, eine anständige Bild- und Tonqualität auszugeben. Also mussten wir ratzefatze improvisieren und unseren Discord-Server wechseln. Übrigens immer eine gute Idee, auf nerdizismus.de/Discord zu gehen. Da könnt ihr mit uns interagieren, diskutieren und noch viele weitere Dinge machen. Für alle, die heute zum allerersten Mal dabei sind, wir sind Nerdizismus, ein Podcast für Nerds und Cosplayer. Wir reden über Star Trek, wir reden über Game of Thrones. Gut, das kommt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, aber über The Walking Dead, das läuft noch. Über Hawkeye aktuell mit den Hero Nerds und demnächst wieder über die Star Wars Shows, zum Beispiel The Book of Boba Fett. Ihr könnt uns immer erreichen unter info@nerdizismus.de. unter nerdizismus.de/Discord und uns eine Sprach- oder Textnachricht schicken an die 015259647709. So, das genug der Vorrede und wir haben uns vor, ja, knapp 3 Monaten hier schon einmal eingefunden. Da war der Basti noch im Urlaub, 4 Monate ist eigentlich her, da war der Basti noch im Urlaub und hat von einem T-Shirt berichtet, das du uns jetzt zeigen möchtest. Genau. Make Eternia Great Again. Also ich liebe das Shirt. Ich habe davon geredet und jetzt ist es da. Endlich. Ich habe auf offiziellen T-Shirt Neid. Zu Recht, muss ich sagen. Zu Recht. Absolut. Da kackt meins so richtig gegen. Ja, wie Nerd-Shirts sind einfach das Beste. Wie immer bei mir zurzeit hink ich irgendwie mit meinen Hoodies immer hinterher. Ich hatte beim Star Trek Stream letztes Mal mein Ghostbuster-Shirt an und im Ghostbuster-Shirt mein Marvel-Shirt und jetzt habe ich im He-Mans Stream mein Star Trek-Shirt an. Also irgendwie kriege ich es zurzeit nicht so ganz auf die Kette. Aber das erklärt die Zeitverzögerung hier, die wir hier auch haben. Du bist in so einer Schleife gefangen, in so einer Zeitschleife. Und du weißt ja, beim nächsten Stream musst du dann ein Masters of the Universe Shirt. Yeah, ja, das ist genau, gut. Genau. Was steht bei dir drauf, Sven? Horde? Das ist Horde. Das ist Horde-Shirt. Ich dachte schon, es wäre irgendwie Hordak oder so. Ja, die wilde Horde. Das ist Horde. Ja, Horde, genau, Horde. Die wilde Horde. Das passt doch eigentlich. Ja. Dafür zwei. wir haben uns ein bisschen, wir haben uns eigentlich gar nicht so viel Zeit gelassen. Es ist jetzt eine Woche ungefähr online, ne, anderthalb. Ja. Ich hoffe, es hatte jeder Zeit auch zu gucken. Wir werden also über die zweiten 5 Folgen sprechen und dabei auch kräftig spoilern. Und ja, wir sind beim letzten Mal, sind wir eingestiegen, dass wir so diesen ganzen Hate nicht verstehen konnten. Ja, dass wir irgendwie so eigentlich alle von der Show recht angetan waren, bis auf so ein paar kleinere Probleme. Aber im Grunde genommen, ich habe mir das letzte Mal in unseren Cast nochmal quer gehört, eigentlich waren wir alle soweit zufrieden mit der Sendung und waren eigentlich guter Dinge, wie es weitergeht. Wir hatten ein paar Spekulationen, wir waren uns darüber einig, dass sehr gut Prince Adam jetzt nicht allzu lange tot sein wird. Ja, wir waren uns darüber einig oder wir hatten zumindest darauf spekuliert, ob Orko wiederkommt und so weiter und noch ein paar andere Dinge. Jetzt habt ihr euch die Folgen angeschaut und jetzt würde ich mal so gerne kurz wissen, ohne dass ihr auf Details eingeht, aber als ihr dann die 5 Folgen durch hattet, wie ging es euch denn dann da?
Cass, wie ging es dir denn nach den weiteren fünf Folgen? Ich war so ehrlich gesagt so ein bisschen zwiegespalten. Jetzt fange ich, bin ich die Erste und fange gleich an zu meckern, weiß ich nicht. Ich fand, dass die zweiten fünf Folgen so ein bisschen nachgelassen hatten im Vergleich zu den ersten. Die ersten fünf fand ich ja so ein bisschen innovativ, ein bisschen cool, ein bisschen was anderes und trotzdem im Herzen immer noch Motu. Und ja, irgendwie war ich jetzt nach den zweiten fünf so ein bisschen so, okay. Okay. Haben die jetzt wirklich gemacht? Und also ich war zwischen okay, wie lustig und ach Gott, wie nett, dass sie das gemacht haben. Und ja, das war klar. Dachte ich mir so, okay, hat man sich vielleicht dem Fanmob so ein bisschen gebeugt? Ich fand so ein paar Sachen, waren so ein bisschen mit dem Holzhammer. Ein paar fand ich auch so, also es hätte quasi Skeletor ein Portal in Plot reingemacht, ne? Also ich sage so Plothole und so ein bisschen. Und war leider so, von meiner ersten Euphorie war es dann so ein bisschen so gedämpft, weil ich finde, man merkt also an der Handlung so ein bisschen, dass sie da Kompromisse gemacht haben. Jetzt weiß ich nicht, ob willentlich oder unwillentlich, weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ein paar Sachen waren halt so Captain Obvious und ein paar waren echt so, ja, okay, das musste jetzt halt noch sein, ne? So, bam, okay, und ja. Also bin so 60-40, 60 cool, okay. 40, okay. 40, lass uns mal drüber sprechen. Vielleicht auch, weiß ich nicht, persönlicher Geschmack. Okay, Sven, wie ging's dir? Ähnlich, aber positiver. Also ja, ich habe auch bei der zweiten Lift habe ich jetzt auch. Natürlich war klar, dass Adam zurückkehrt. Diese eine Veränderung erinnerte mich dann so ein bisschen an ein anderes Franchise, so an eine grüne Figur. aber gut, ne, Kevin Smith ist ja nun mal halt ein Comic- und Marvel-Fan. Bis zum Umfallen, da kann man das auch ein bisschen nachvollziehen. Dass natürlich so ein paar Sachen eingetreten sind, ja, konnte man sich denken, aber trotzdem bin ich da schon so ein bisschen positiver. Also ich würde eher sagen, so 75, 25. Also mich hat das, ne, wie gesagt, ich muss ja auch sagen, nochmal so als Erinnerung, ich konnte früher mit He-Man nichts anfangen, ich habe es nicht wirklich gesehen. Ich bin also jetzt eingestiegen und muss sagen, dass mich das, was ich jetzt gesehen habe, auch sehr begeistert hat. Auch das, was man merkt, das ist auch schon eher so für die Generation Erwachsenen gemacht. Also auch von der Härte, gerade der Kämpfe und so weiter. Und den Resultaten. Ja, und den Resultaten, ja. Mhm. Ja, Basti, du hast die Zeit am He-Man technisch am sinnvollsten überbrückt. Du hast hier sogar noch diese CGI-Serie reingezogen. Zumindest hast du damit angefangen. Hast du sie auch zu Ende geschaut? Ja. Können wir auch gerne nochmal drüber reden. Im Anhang vielleicht ganz kurz. Ja. Hat mir persönlich gut gefallen. Habe ich weniger dran zu mäkeln, als an dem, was wir hier jetzt geliefert bekommen haben. Oh, okay. Ich war nämlich, also erstmal total spannend. Chris und ich hatten vorher so ein bisschen geschrieben. Und da sagte Chris, er hat es vor mir gesehen. Das zeigt schon, der Hype war bei mir weg. Warum auch immer. Also ich glaube, es wäre besser gewesen, die hätten es an einem Stück gesendet, dann hätten sie auch für sich diesen ganzen Shitstorm nämlich gar nicht bekommen, weil letztendlich hat man ja gesehen, das war total grundlos. Die hatten im Grunde doch keinen Mut. Das ist aber im Grunde das, was mich total stört. Also, sie haben sich gefeiert dafür, wie mutig sie waren. Sie haben He-Man getötet, sogar zweimal. Was haben sie gemacht? Sie haben gar nichts gemacht. Das war doch ein Witz. Na gut, einmal ja, okay, aber sie haben ihn wieder zurückgeholt. Letztendlich waren sie doch nicht mutig. Was ist die Ausgangslage? Es ist wieder alles so wie vorher. He-Man ist da, Teela ist da, bla bla bla. Okay, aber ich will jetzt gar nicht zu weit da reingehen. Ich war ein bisschen enttäuscht von den ersten beiden Folgen. Warum? Vielleicht in den ersten fünf Folgen, es war ja so, dass in jeder Folge geliebte Charaktere gestorben sind. Aber das fand ich auf eine Art und Weise, das war irgendwie, also jedenfalls habe ich es so empfunden, liebevoll. Jeder Charakter, der gestorben ist, hat seine Screentime bekommen. Etwas ganz Besonderes gehabt. Eine tolle Geschichte darum. War es bei Orko, war es bei Moseman oder so, ja? Die hatten alle was Besonderes. Und jetzt besonders habe ich mich gestört, ich glaube, es war die zweite Folge mit Fisto und mit der anderen Figur. Clampjaw oder wie der hieß. Ja, genau. den kenne ich nicht so. Clampman, irgendwie sowas. Aber ja. Gott, was war dieser Tod?
hingerotzt. Also entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es war so verschenkt. Und das tut mir dann weh, wenn Charaktere, die man wirklich liebt. Ich finde es gut, wenn eine Serie Konsequenzen hat und wenn Leute sterben. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich hätte ja He-Man sterben lassen. Ich hätte es großartig gefunden, ja. Oder hätte ihn in Rente geschickt. Irgendwas. Aber dass jetzt hier so Fisto und so einfach da so dahingeschenkt wird, das tat mir weh. Genauso als würdest du James Bond töten. Das machst du ja auch nicht. Wer macht denn sowas? Ja, also, kann ich mir gar nicht vorstellen, wer sowas machen würde. Ja, ja, also. Genau. Ja, deswegen fand ich das verschenkt an der Stelle. Aber dann ab Folge 3 haben sie mich wieder gekriegt. Dann fand ich es wieder cool. Dann war so ein Wandel da. Und zum Ende hin fand ich es wieder gut, ja. Und habe auch Bock auf eine zweite Staffel und hoffe, wir kriegen Hordak zu sehen. Interessant. Mich haben die ersten 2, 2,5 Folgen voll abgeholt. Da war ich ohne Scheiß, da war ich total drin. Und gegen Ende dachte ich mir so, ah, come on, das ist jetzt ein bisschen lame. Ich hab's. Ja, Punkt. Also das waren wirklich die ersten 2 Folgen habe ich gesagt, boah, das ist ja super. Das hatte ich hier, glaube ich, auch geschrieben, Basti, ne? Genau. Und dann so die anderen 3 Folgen oder vor allem die letzten 2 Folgen, die waren dann für mich einfach nur so ein überlanges. Und das finde ich halt, ich habe halt so ein Problem mit so Kämpfen in Animationsgeschichten, weil da ist halt in Anführungszeichen nichts at stake, weißt du? Das sind halt keine Stuntmen, die sich da möppeln oder sonst irgendwas, sondern denke ich mir, okay, so ein Zeichentrickkampf, den kannst du halt ewig führen und passiert halt im Grunde genommen jetzt physisch im Realen halt irgendwie nichts. Das ist so auf so einer Metaebene bei mir so ein Ding. Deswegen fand ich das wenig spannend. Aber sie haben mich in der ersten Folge, ganz ehrlich, mit 2 Sachen gekriegt, wo ich wirklich dachte, da bin ich relativ immun gegen. Also ich fand, dass er dann hier, wen die Sorceress killt. Das fand ich vor allem mit der Reaktion von Man at Arms, also von Duncan. Hat mich das gekriegt. Da hatten sie mich kurzzeitig. Und klar, dass Prince Adam wiederkommt, alles gut. Ja, das war so ein bisschen wie Rey in Rise of Skywalker, die dann plötzlich auch so Heilungs-Jedi-Power hat. Okay, das war halt hier bei Teela auch so ein bisschen gut. Sie kriegt dann Hilfe von ihrer Yoda-Mama. Aber da hatten sie mich also durchaus und eben auch bei den, ich fand den Fisto und den Clamp, bla bla bla, Trapjaw ist es nicht, Clamp, whatever, fand ich eigentlich insofern ganz cool, als dass ich halt nicht damit gerechnet hatte, dass sie die so Game of Thrones mäßig so zack über den Jordan hüpfen lassen. Von daher, da hatten die mich ehrlich gesagt schon ein bisschen mit. Was mich gestört hat grundsätzlich ist, dass irgendwie Skeletor halt einfach zu dämlich ist. Also der ist halt einfach, ich meine, er war jetzt nie der Hellste, aber er ist halt einfach richtig dämlich. Und dann habe ich mich in der ersten Folge allerdings durchaus noch gefreut, aber da müssen wir jetzt dann nochmal drüber reden, weil das hat ja einige aufgeregt, über den Berserker He-Man, der hat aber einen Namen. Hab gerade vergessen, wie die Figur heißt. Raw He-Man oder irgendwie so ein Kram. Hulk, genau. über den Hulk. Aber da hatten die mich in der ersten Folge ehrlich gesagt voll abgeholt mit dem Ding. Auch mit diesem Raw He-Man, der dann in der zweiten Folge war. Ich dachte so, ja, okay. Ravage He-Man, genau. Savage oder Ravage He-Man, irgendwie sowas. Ja. Da hatten sie mich ehrlich gesagt mit, ganz ehrlich. Ich fand das mal einen netten Twist. Ich habe dann zwar mir auch gedacht, so, okay, ach, der kann das jetzt ohne Schwert, aber gut, dann wird ja gesagt, okay, mit Schwert, das kanalisiert die Kraft und ohne Schwert. Da sind Plotholes drin, da werden wir noch drüber reden und so weiter. Aber ich hatte es durchaus ein bisschen gecatcht. Diese Endschlacht am Ende, die hat mich dann kalt gelassen. Aber wo wir es gerade von Hulk hatten, also ich glaube, wir können tatsächlich nachher nochmal unser Ranking für die 5 besten Marvel-Momente in den 2. 5 Episoden auch nochmal rausnehmen. Für mich hat es auch tatsächlich so richtig diese Hulk-Smash-Vibes gehabt, ja, auch wenn es tatsächlich so ein, also ich glaube, also es war zuerst so ein Wow-Effekt, so ein, okay, what the fuck, was ist jetzt los, ja,
wie kriegen sie denn wieder eingefangen, was für Konsequenzen hatte das? Und dann hatte ich so den, ach ja, es wird jetzt sehr dunkel. Also weißt du, diese, ne, dann hatten wir die Natascha-Momente so ein bisschen, wie er sich dann beruhigt. Und das war so mein erster, ja, okay, da weiß ich, wer jetzt quasi am Werk war. Da war ein Marvel-Fan am Werk, weil im Endeffekt hat es mich halt wirklich sehr stark daran erinnert. Aber grundsätzlich, ja, bin ich bei dir, ist es jetzt nicht so schlechtes gewesen, diesen Twist erstmal zu bringen, ihn auch so ein bisschen unberechenbar zu machen, als He-Man, wie man ihn auch immer nennen kann. Aber es hat mich schon sehr an gewisse MCU-Momente erinnert tatsächlich. Das hat es mir auch so ein bisschen kaputt gemacht an der Stelle, aber ich habe versucht, das dann auszublenden. Später, als der bei seiner Mutter an der Windschutzscheibe hing wie Thor, war es dann halt rum. Habe ich einen Strich gemacht und dachte mir, okay, aber ein paar Anleihen und Anspielungen sind ja eigentlich eine Honoration der Kreativen, von daher solange nicht die zu krumm nehmen, aber zwischendrin war das schon so richtig mit der Halbfaust von der Seite rein. Ja, also was war denn dann für euch so ein, was waren denn eure Problempunkte bei den ersten? Also sagen wir mal, okay, also fangen wir mal damit an. Was ist so die erste große Geschichte? Gut, Teela wird The Sorceress. Ja, beziehungsweise ihre Mutter, das bekommt sie dann ja auch raus, okay. Da hatten wir ja auch noch drüber gespekuliert, wird sie das denn jemals rausbekommen? Ja, sie hat es dann rausbekommen. Wird also dann im Grunde genommen ihre Nachfolgerin. Hat euch das wirklich so, die haben die Sorceress gekillt, hallo? Hat euch das echt so kalt gelassen? Ihr gefühllosen Menschen, ihr! Nee, ich bin da echt. Ja. Fünf Episoden klar, dass die Sorceress aus der Nummer nicht lebend rauskommt. Also für mich war das jetzt halt wenig überraschend. Das war der Full Circle von dem, was angeteasert wurde in den ersten fünf. Da war ich seelisch und moralisch drauf vorbereitet. Und nachdem sie ja eben schon die ganze Zeit diesen Teaser ausgelegt hatten, dass ja die neue Sorceress kommt, dass Teela die neue Sorceress wird. Wenn jetzt Eternia ohne Sorceress da gestanden wäre, glaube ich, hätte es mich mehr getroffen. Aber die Sache ist auch in den Cartoons, ich weiß nicht, wie euch das ging, die Sorceress war immer so ein mystisches Wesen, was aber wenig Profil hatte. Mhm. Ich glaube, deswegen war ihr Tod für mich jetzt erwartbar und deswegen auch, da war der von Orko für mich schlimmer. Auf jeden Fall. Ja. Weil sie halt, ich sage jetzt mal relativ, sie hat ja in den ersten fünf Folgen jetzt der ersten Staffel für mich mehr Profil bekommen als in all dem, was man zuvor so ein bisschen mitbekommen hat. Und ich glaube, das hat aber nicht gereicht, um jetzt wirklich einen tiefen emotionalen Ankerpunkt zu setzen, als sie gestorben ist. Also zumindest für mich war das so. Also bei mir war es halt so, ich war halt so angeödet von dem Beginn, dass, wie ich es ja eben schon sagte, ne, wie kann man sich hinstellen und sagen, boah, wir sind so mutig, wir sind die Coolen, wir sind so innovativ, wir trauen uns was. Und dann kommt die erste Folge der zweiten Hälfte und man sieht, sie trauen sich halt doch nichts. He-Man überlebt, okay. Aber dann kam es mir so vor, okay, jetzt ist der Knalleffekt halt, hat doch nicht gezündet, jetzt brauchen wir den nächsten. Was können wir machen? Ja klar, wir killen die Sorceress. So kam es mir vor. Und da war ich schon so abgestumpft, dass ich gedacht habe, boah, nee, also es ist, ja, da hatte ich kein Gefühl mehr für frei. Sven, ich weiß nicht, warum muss man sich immer irgendwas trauen? Ich weiß nicht, kann sich einfach eine gute, unterhaltsame Serie, ja, immer so diese Erwartungshaltung, also einerseits haben sie, glaube ich, viel gemacht, dass so dem anderen, den einen oder anderen, sagen wir mal, sehr irgendwo in den 50er, 60er Jahre geistlich hängen gebliebenen Fan sehr, sehr gestört hat, gerade auch was Diversität und so weiter angeht. Aber muss man immer alles so knallhart umkrempeln, neu machen? Und also ich hätte jetzt auch gesagt, nee, natürlich war mir klar, dass Prinz Adam, also dass He-Man zurückkommt. Es wäre auch, also ich hätte es auch nicht mutig gefunden, den jetzt tot zu lassen, sondern auch ein bisschen bescheuert. Ich fand es schön, dass man auf eine falsche Fährte gelockt wurde. Deshalb halt dieser, sagen wir mal, dieser, wo die Leute sich so aufgeregt haben.
Aber am Ende war mir schon klar, dass der, also hatte ich auch gehofft, dass er wiederkommt. Und wie gesagt, wie sie es dann so ein bisschen umgesetzt haben, ja, da kann man so ein bisschen, aber es war auch für mich ein bisschen unerwartet, wie er da so ein bisschen durch, sagen wir mal, geraged ist. Absolut, aber das hab ich so nicht kommen sehen und da hatte ich auch ehrlich gesagt meinen Spaß mit, ganz ehrlich, da hatte ich richtig meinen Spaß mit. Und wie er sich dann mit ja, nennen wir ihn mal He-Skeletor oder Skeletor-Man oder Master-Skeletor oder wie auch immer, ja, kloppt, das fand ich schon ganz cool. Auch im Prinzip, ich hätte halt mehr, ich weiß nicht, ob es clever war, Skeletor im Grunde genommen jetzt halt die Macht auch nach anderthalb Folgen gleich wieder wegzunehmen, weil er so dämlich ist und sich dann von Evelyn verführen lässt. Also, das da ist das. Übrigens aber zum Thema Mut, ja, wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, für eine Mattel-Produktion fand ich das tatsächlich mutig, weil normalerweise ist das Thema Sexualität oder sowas, glaube ich, bei Mattel in der Form nicht so präsent. Da sind wir wieder beim Thema. War das mit Absicht mutig oder weiß ich nicht, aber dass das bei Mattel durchgeht, fand ich. Ja, gut, okay, die Andeutung, ich hab halt dann gleich gedacht, wie soll das jetzt technisch gehen und na egal. Und das war awkward. Natürlich war das. Das war mega awkward, oder? Ja, sicher, weil der Sven guckt heute noch geschockt, ja. Aber ja. Ich fand es schön zu sehen. Also schön in Anführungszeichen zu sehen, was jetzt Skeletor halt macht, wenn er jetzt die Macht hat. Also er holt sich halt dann seine Zombie-Armee und macht auch alle Platten. Das fand ich auch ziemlich krass, dass man mal sogar das ganze Königsstadt da von Eternia mal eben so gekillt hat. Und dann halt eben genauso unprätentiös halt eben auch bekanntere Charakter im Grunde genommen um die Ecke gebracht hat. Das fand ich eigentlich sogar ganz, ganz, ganz gut. Ich überlege noch, ob ich halt diesen Evelyn-Twist gut fand, weil sie fragt ihn ja dann, okay, wenn du He-Man getötet hast, was dann? Und er, keine Ahnung, was dann? Und dann zeigt er ihr ja noch das große Universum und er hat halt überhaupt keine Idee, was er machen will. Und da ist er für mich halt völlig zusammengebrochen, also dieser Charakter, weil ich mir dachte so, okay, ja, du hast wirklich keine Idee, was, also klar, das Spielzeug hatte ja auch keine Idee, was er eigentlich soll, weil er war ja dafür geschaffen, nie zu gewinnen, ja, aber, oder nie länger als eine halbe Stunde zu gewinnen. Und da hat es mich irgendwie nicht gehabt. Und dann war auch das Motiv von Evelyn halt auch, was war jetzt genau ihr Motiv? Sie wurde schlecht behandelt von der Welt und deswegen will sie jetzt alles vernichten. Ja. Okay. Ja, im Grunde hatte man den Eindruck, jedenfalls bei beidem, so, sie hatten vielleicht vorher eine Idee, ne? Sie wollten diese Macht und irgendwas damit machen, aber sobald sie die Macht hatten und alle Möglichkeiten hatten, auch bei Evelyn, war doch irgendwie auf einmal alles weg, oder? Das genau. War komisch. Genau, das war irgendwie komisch, genau. Ja. Ich meine, vielleicht hat der Sauron auch keine Idee davon, was er machen würde, wenn er die Macht hat. Ja, vielleicht ist das so ein Ding, ich habe keine Ahnung. Nee, was machen das? Genau, das ist ja, das ist eins, deswegen habe ich ja gerade vorhin auch das Thema Plotholes angesprochen, wo man sagt, okay, wo ist jetzt ihre Motivation wirklich, kommt die wirklich daher? Ich fand auch, dass es so ein bisschen, also auf der einen Seite so Thanos-esque war, das Universum ist nicht in Ordnung, ich muss das Universum in Ordnung bringen, alles ist chaotisch, es folgt keinem System. Und dann dachte ich mir, okay, ist vielleicht ein bisschen geklaut, aber kann man schon so machen. Ne? Und dann auf einmal war das ja auch quasi wieder weg. Ne? Dieses, ich dachte dann eigentlich auch, dass sie so ein, wenn diese, diese Planetengleiche da eintritt, dass sie dann im Endeffekt dann sagt, ja, und jetzt quasi realisieren wir das, dass wir, ich bringe jetzt quasi das Universum oder in meine Ordnung und mit zwei, drei Sätzen hätte man das ja ausführen können und das war dann auf einmal gar nicht mehr der Fall so richtig, ne? Das war, also, ja, einfach dann leider weg. Und dann fandet ihr es nicht. Und dann ist es halt zur Tila-Show mutiert, aber okay, aber bitte, Basti. Fandet ihr es nicht auch komisch? Also mir ging es jedenfalls so, das war bei Skeletor so und dann später auch bei Evelyn so, als die dann diese Macht hatten, ja,
gerade auch bei Skeletor, du hast es gerade gesagt, was er da Mächtiges gemacht hat, ne? Er hat ja sogar noch den ganzen Himmel zerstört. Das fand ich, das war krass, ja. Das tat mir auch war total weh. Das war Evelyn, die den Himmel zerstört. Okay. Mit dem Snap vor allem auch, ne? Haha, genau. Marvel-Moments mit dem Snap. Beide total mächtig, übermächtig. Skeletor sagte ja auch, ich bin ein Gott, ja. Und dann kam es mir so komisch vor, bei beiden, warum haben die sich dann da so lange mit einem Skeletor, mit einem Prinz Adam da rumgefaltet? Die hätten doch, also... Er sagt auch noch, ich könnte dich mit einem Gedanken zerstören. Ja, dann mach's doch. Ja, das hat mich gewundert. So blöd. Ja, das ist halt Blofeld-Logik. Ja. Ja. Ja gut, aber was die Serie hat auf jeden Fall den Beweis angetreten, was in Skeletors Schädel ist, Luft. Nix. Ja. Nix. Und immer wenn er dann böse war, musste es halt auch mit einem Gag aufgelöst werden. Das hat mich allerdings wirklich geärgert. So, dann hast du gerade so das Gefühl, okay, jetzt ist er wirklich mal böse, böse, böse und dann muss er immer noch so einen Gag dazu bringen. Vielleicht ist es auch Mark Hamill, der diesen Gag dann unbedingt bringen musste, aber ja, entscheide ich mal. Ist er jetzt evil oder ist er jetzt funny evil oder Film Nations evil? Aber mal weil ganz ehrlich, das ist manchmal war er dann halt so Film Nation evil. Ja, das ist aber doch, also 1,240% ist, dass ich hin und her gerissen bin zwischen dem Festival der cheesy One-Liner, liebe ich oder hasse ich sie? Ja, und gerade gegen Ende der zweiten Staffel sind die cheesy One-Liner wirklich so ein bisschen eskaliert, ne? Also, das ist genau wie du sagst, ne? Alles mit einem Gag oder mit einem One-Liner und ja, schwierig. Und also was ich auch echt schade fand, ist, dass, weißt du, Gott, die Fans werden mich jetzt hassen, wie heißt der Panther von ihm? Panther einfach, ne? Heißt wirklich Panther einfach. Genau. Wie sinnlos der bitte auch verheizt worden ist, ne? Da hätte man so einen geilen coolen Kampf mit Battlecat. Gut, ja, da musste jetzt dann Beastman natürlich herhalten, der aber auch vollkommen belanglos dann irgendwie die Brücke runtergetreten wurde. Das war dann auch wieder total verschwendet. Das war dann so ein Ding, so, ja, wir machen jetzt quasi, um den Full Circle nochmal zu erwähnen, müssen wir jetzt Panther auch nochmal bringen und der ist dann auch gleich tot. Und dann machen wir noch einen neuen Mount mit Beastman und der ist dann auch gleich tot. Oder weg. No, weg. Mhm. Oder weg. Ja, mhm. Also. Wenn er onscreen nicht gestorben ist, ne, dann weiß du ja. Ja, genau. Wahrscheinlich unten Schlammloch im Burggraben von Grayskull. Und dann weiß ich nicht, aber ja. Aber also, wisst ihr, was ich auch noch schade fand, wo du das gerade sagst, so Charaktere und verschwendete Möglichkeiten? Ich weiß nicht, ob es euch so gegangen ist. Es war ja dann klar, okay, Teela wird mit ihrer Macht am Ende ganz Eternia ja rufen und vereinen und alle treten an gegen das große Böse, ne? Und es waren ja super, super viele Charaktere, die bisher noch nicht aufgetreten sind und die man sich vielleicht gewünscht hat. Also ich habe mir zum Beispiel Buzz Off und Stratos die ganze Zeit schon gewünscht. Ja. Die fand ich super, ja? So. Und ganz, 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 ganz viele andere auch noch. Und ich hätte gedacht, ey, am Ende, ne, bei dem Endfight, da werden die da zumindest alle mal stehen, dass man viele von denen mal sieht, zumindest, wenn sie die dann schon nicht unterbringen. Wen haben sie noch geholt? Hier, Ramman haben sie noch einmal gebracht, aber ganz, ganz viele nicht. Buzz Off und Stratos durften einmal durchs Bild fliegen, das war's. Und das fand ich halt schade. Es war so eine Riesenarmee von Man-at-Arms, also die Soldaten da, ne? Aber da hätte ich es einfach geil gefunden, wenn die halt noch ein paar Charaktere mehr so dazwischen einfach verstreut hätten. Hätte ich halt einfach toll gefunden. Und was mich richtig dann gestört hat, in diesem ganzen Endfight, ne, am Himmel schwirrten immer so Bienchen rum. Habt ihr das gesehen? Die haben gar nichts gemacht. Die schwirrten einfach nur, ja, aber die haben ja nichts gemacht. Die schwirrten einfach nur so da rum und bewegten sich. Die ganze Zeit so im Hintergrund. Ich musste nur so lachen, als Buzz Off und Stratos kommen, da musste ich dann so, also das, was im Deutschen Bienchen und Blümchen ist, ist ja im Englischen von the Bees and the Birds. Und da fliegt halt dann eine Bee und ein Bird. Also ja, fand ich einen netten Meta-Joke. Und auch die letzte Folge hatte ja den Titel auf Deutsch alles inklusive, das bringt es aber gar nicht so rüber, denn auf Englisch heißt die Comes All With What You See. Ja,
Das ist der Satz, der bei amerikanischen Spielzeug-Commercials immer am Ende dann eben kommt. Also manchmal steht dann da Action Figures sold separately oder sonst irgendwas. Und bei vielen Commercials kommt halt dann comes completely with what you see oder comes with everything you see. Und da waren dann schon so ein paar nette Gags dabei, das nur so mal am Rande. Aber ich bin, ja, ich schwenke ja schon fast auf eure Richtung ein. Qualitätsmäßig fand ich es am Ende einfach ein bisschen schade, dass halt im Hintergrund einfach immer nur dieses klassische war, ja, also die haben einfach immer nur so zwei sich bewegt und dieser Kampf nahm halt überhaupt kein Ende. Ich wusste gar nicht, sind die jetzt gefährlich, diese Wesen aus der Unterwelt, oder sind sie es jetzt irgendwie nicht? Also für unsere Heldenbande waren die überhaupt keine Gegner, die waren ja einfach völlig das schwankte irgendwie so ein bisschen. Und böse Zungen könnten jetzt behaupten, dass im Grunde genommen He-Man ja halt auch nichts zu tun hatte, weil es am Ende dann doch die Teela-Show war. Aber ganz ehrlich, ich habe jetzt mit der Teela-Show grundsätzlich auch kein Problem gehabt. Das hatten wir ja auch im ersten Teil, wo wir gesagt haben, ehrlich gesagt kein Problem. Weil sie ist am Ende, gut, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch der interessantere Charakter ist, aber sie war auf jeden Fall in der ersten Staffel interessanter, weil so Charaktere wie He-Man oder auch Superman, die sind eigentlich unter Umständen relativ langweilig, weil die können alles, dem passiert nichts und dann, ja, gerade wenn der erst so ein bisschen anfängt. Bei ihr natürlich dann ähnlich, ne, dass man halt jetzt nicht weiß, wie das jetzt Darauf wollte ich halt hinaus und das ist für mich das größte Plothole. Sie kann auf einmal jetzt Grayskull verlassen. Ja, okay. Komm. Das ist, was ich meine. Das ist genau, was ich meinte mit. Ja. Da ich mir so, okay, what's at stake now? Also weißt du, dann ist sie jetzt halt völlig overpowered und hat überhaupt keinen Schwachpunkt mehr und nicht mal, sag ich mal, das Schicksal, ja, das sie an das Schloss bindet, dem muss sie noch folgen. Also, ja, dann will ich auch die Sorceress werden. Also, pff, ja, ich sehe da jetzt gerade keinen Haken an dem Job. Ja, ich wollte heute gerade tatsächlich, habe kurz überlegt, ob ich meinen My Little Pony Pulli anziehe, weil Friendship is Magic, das ist es doch im Endeffekt. Das ist die Begründung, warum sie jetzt quasi Grayskull verlassen kann. Dass die Freundschaft und die Liebe ihrer Gefährten ihr so viel Kraft gibt, dass sie den Schutz für Grayskull quasi nicht braucht. Hätten wir jetzt wieder so eine Conclusio wie früher, wo irgendjemand sagt, ja, deine Freunde geben dir Kraft, tralala und so, aber das war schon so dieses, aber ist das wirklich das Plot, was dich am meisten gestört hat? Mich hat am meisten gestört, wenn wir jetzt schon dabei sind, Orko. Oh, erzähl. Ja, habt ihr euch nicht irgendwie gewundert? Orko wird zurückgeholt mit den ganzen anderen aus der Unterwelt. Ja, dann warum war er in der Unterwelt und nicht? Geschlossen, alle müssen zurück. Ja. Und Evil-Lyn streckt die Hand auf und sagt, diesmal nicht. Und sie hält ihn einfach fest. Und das ist die Begründung. Evil-Lyn hält ihn ihn fest an der Hand und sagt, nö. Vielleicht, weil sie die Macht hat. Das hat sie immer noch? Nee, zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Es gibt keine logische Erklärung dafür. Die Macht hat sie abgegeben da an dem See oder was sie da waren, wo sie dann zu Boden sinkt und dann ihre Kluft da von sich gibt, ist logisch. Unlogisch. Aber das ist dann halt so eine Sache, ne? Entweder man freut sich dann darüber oder man stört sich daran. Also das ist zum Beispiel so eine Stelle gewesen, wo ich drüber wegsehe. Ich habe mich auch mega gefreut, weil für mich ist es kein He-Man ohne Orko. Natürlich war super traurig, als er gestorben ist, aber das ist eigentlich alles das, was man sich in Avengers Endgame gewünscht hat, nämlich dass am Ende des Tages ein paar sterben und trotzdem am Schluss alle wieder dastehen, haben sie jetzt mit Masters of the Universe Revelations gemacht. Ist doch im Endeffekt, die Sorceress ist final tot. Mossman ist final tot. Dann der Clapjaw oder wie der da heißt, keine Ahnung. Von der Maincast. Sorceress. Ist die Sorceress im Endeffekt final tot. Ja. Und die scheint ja aber trotzdem auch in dieser Yoda-esken Gestalt immer wieder zurückkommen zu können. Eben, die kommt halt als Jedi-Geist wieder. Und Evil-Lyn wird halt alles verziehen. Also ich meine, sie hat gerade mal den Himmel ausgelöscht.
Also, das heißt, sie hat die Hoffnung aller Eternia-Bewohner auf ein Afterlife, ja, hat sie jetzt vernichtet, weil sie hat den Himmel ausgelöscht. Aber the Preternia, was war das andere? Posternia oder wie hieß das andere? Weiß ich gar nicht mehr. Subternia? Subternia, genau, das gibt's ja noch. Also, spitzenmäßig. Das ist gut gemacht. Ja, es war. Und dann darf sie einfach von dann ziehen. Sie lässt dann halt die Magie los und geht dann halt. Und alle so, okay, dann geh halt. Also beziehungsweise sie ist ja dann an irgendeinem Place irgendwo und geht dann einfach. Komisch fand ich auch, dass die Erde kurz mal erwähnt wird, so im Nebensatz. Ja? Ja gut, Adams Mutter ist ja von der Erde. Ach, stimmt. Yeah. Das habe ich völlig vergessen. Yeah, genau. Ja, richtig, ja. Danke. Habe ich völlig vergessen. Da bin ich so wie bei Thor. Ja? So wie bei Thor. Stimmt, ja, und übrigens, wie bei Spock. Da weiß ich, bei Adams Mutter weiß ich übrigens auch nicht, bei der Königin, ob das auch von Alicia Silverstone kam, die spricht die ja, glaube ich. Oder was mit der zum Teil los war. Krassester Spruch für mich. Ja. Lange Geschichte am Arsch. Jetzt ja. Erzähl was. Also, ich weiß nicht, ob das die deutsche Synchro war. Stimmt. Oder ob das von Alicia Silverstone irgendwie, ob die da auch versucht hat, noch irgendeinen Gag reinzubringen oder so. Aber war komisch, ich mir, ne? Da kehrt dein Sohn von den Toten zurück und du siehst ihn wieder. Und ich habe mir das extra aufgeschrieben, ist gerade vorgelesen. Lange Geschichte am Arsch. Und da war nochmal so eine komische Konversation mit dem König. Okay. Ja, ich weiß nicht. Also tatsächlich, jetzt wäre ich da wahrscheinlich quasi qualifizierteste von allem. Ich habe den Film gleich auch noch einmal gesehen. Kann das sein, dass die versucht haben, irgendwelche Connections oder Zitate, Anspielungen aus Clueless reinzubringen? Weil also sowas wie jetzt lange Geschichte am Arsch würde da ja gut passen. Aber also ich habe den Film, wie gesagt, maximal einmal gesehen. Deswegen habe ich ihn leider nicht präsent. Ja gut, lange Geschichte am Arsch. Sie will halt wissen, ne? Warum... Ja, aber hat die Königin sonst nie gesprochen, oder? Nö, jetzt eher nicht so. Nee. Ich ein bisschen so, okay. Also fand ich jetzt nicht super störend, aber es war halt so ein Bruch, wo ich mir dachte, so, hopp. Ja. Die hat die Trennung aber gut getan. Im Original wird, ich weiß nicht, ich habe die Szene, ich glaube, sie sagt my ass. Long story, my ass. Ja. Aber das habe ich ehrlich gesagt so weggehört, weil das ist aber. Ich hab das wohl wahrgenommen, aber ich habe es irgendwie so nicht weggehört oder es einfach so ist irgendwie so weggehört und gedacht, ja, das ist halt ein englischer Ausdruck und gutes, ja. Also im Chat wird geschrieben, der Lemek schreibt, wer war denn die Zielgruppe für Moto? Wenn es für die Altfans gewesen ist, dann wären so ein paar Konsequenzen und Fallhöhe ganz nice. Wir sind ja nun auch ein paar Jahrzehnte gereift. Orkos Tod war powerful. Naja, es ist halt dieses No one's ever really gone. Das ist halt heutzutage so ein Ding, ne? Also, es kommt halt jeder irgendwie wieder, solange er nicht onscreen gestorben ist und selbst dann. wie gesagt, kann man nur noch drüber nachdenken. Genau. Ja, aber um nochmal darauf einzugehen, was Sven auch vorhin sagte, ne? Ich hätte niemals von vornherein gefordert, vor so einer Serie, dass irgendwelche Charaktere sterben müssen oder so. Aber so wie die es verkauft haben, ne, dann stellen die sich hin in dieser Nachshow. Das meine ich gerade. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mhm. Ja, wir waren so mutig und wir haben es gewagt. Das hätte niemals von uns gedacht. Und dafür haben die sich so feiern lassen. Verstehst du, Sven? Okay. Und das fand ich so dumm, weißt du? Wenn du dich so hinstellst, hier, ich bin der Man, ich bin der Geile, ich hab's gemacht, niemand anderes hätte das gewagt. Und dann, ich hab Orko getötet, ich hab He-Man getötet, zweimal und ich hole sie beide wieder zurück. Das fand ich so doof, weißt du? Ja, okay. Ja, gut, okay, dann ist das ist richtig, das darfst du nicht machen. Also, dann kannst du, es hätte gereicht, hätten sie gesagt, hier, wartet ab. Genau. Schaut, was passiert. Genau. Aber wenn die sich dann dafür feiern, hey, wir sind so mutig und dann doch nicht, das ist doof, ja, da hast du recht. Mhm. Na? Tatsächlich hat sich da bei mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, eben, was ich anfangs schon so mal kurz angedeutet habe, denkt ihr, dass die Story von den zweiten 5 Episoden, dass sie die nochmal angepackt haben auf Basis des Fanfeedbacks? Ja, du hast es vorhin gesagt, aber... Es fühlt sich so ein bisschen so an, als wären sie, weil das, was der Basti gerade beschrieben hat, normalerweise macht man in der Öffentlichkeitsarbeit für so eine Serie
auf so einer Fallhöhe wie Netflix solche Fehler nicht, ne? Dass man sich erst hinstellt, oh, wir ne? haben was Cooles gemacht und dann wirft man es ein paar Wochen später in der zweiten Staffel um. Das wäre deswegen, ja ein krasses also, Einknicken, ne? Wenn das ja, weiß halt nicht, ob das zeitlich möglich ist, in 12 Wochen das Ding nochmal so umzukrempeln, glaube ich ehrlich gesagt. Also nicht. Das, obwohl, wer also weiß ich nicht. Wenn du musst dir mal, die Dokumentation zu Frozen 2 angucken auf Disney Plus. Also da haben sie über Monate, über zwei, drei Monate noch was geändert. Was wirklich echt krass ist. Aber, und da muss man auch sagen, wir reden hier von Disney, die ein Studio haben mit echt sehr, sehr vielen Leuten. Das Studio von, ne, ist, mag auch nicht klein gewesen sein, aber das machst du nicht. Guck dir Family Guy, da sind da Sprecher, die sprechen teilweise ihre Rollen 2 Jahre im Voraus rein. Deshalb hast du zum Beispiel Adam West, der war noch, obwohl er schon tot war, 2 Jahre später noch, hat er noch Auftritte gehabt, weil sie es vorher gemacht haben. Also das ist bei Animation ganz, ganz schwierig, da so schnell was zu ändern. Das bezweifle ich. Es war schon so geplant. Ne? Dann war es tatsächlich nicht ganz weise, sich dann so zu präsentieren in der After. Ja. Zumal wir hatten ja letztes Mal auch so krass drüber gesprochen. Chris, du hattest das berichtet. Ich hatte das gar nicht so mitbekommen. Das ist halt, das Internet war ja explodiert aufgrund des Shitstorms. Ne? Den hätten sie, das ist ja dann ein absolut hausgemachtes Problem gewesen. Und deswegen ja auch die Idee, hätte man das in einem Rutsch gesendet, das wäre die zweite Möglichkeit gewesen. Ja. Wäre das ja gar nicht so weit gekommen. Also man hat sich wirklich überhaupt keinen Gefallen getan. Vielleicht wollte man es in zwei Tranchen aufteilen, damit man zwischendrin diese CGI-Serie ein bisschen besser promoten kann, dass das von dem einen das andere mitträgt. Aber wenn man sich auch mal die Reaktionen anschaut, auf den Part 2, es gibt keine Reaktionen mehr. Ja, nee. es gibt einfach keine Reaktionen mehr. Weder positive noch schlechte. Das Ding ist einfach in Vergessenheit geraten. Das hast du 5 Dinger so weggeguckt. Dem einen hat es gefallen, dem anderen hat es nicht gefallen. Ja, genau. Und das hat nicht gut getan. Ob das jetzt produktionstechnisch sein musste, dann hätte ich aber ehrlich gesagt die erste Staffel nach hinten gezogen und hätte das in einem Rutsch durchgesendet. Oder, Ich glaube, das ist aktuell eher so ein Trend, Sachen in zwei Teile aufzuteilen. Weil die Leute langsam, ich glaube, müde werden des Binge-Watchen. Also ich merke das auch bei mir. Ich freue mich über Serien, die ein wöchentliches Release haben. Ja, super. Heißt auf Prime, sonst irgendwas, Discovery, sonst irgendwas, da freue ich mich drauf. So, ach, einmal die Woche, weil A, musst du nicht so lange warten, bis es weitergeht. Und B, ist es einfach so teilweise, so 10 Folgen, ja. Dann hast du es schnell durch oder du vergisst es weiter zu gucken, ist mir auch schon passiert. Mhm. Oder uns, du kommst nicht hinterher. Ich glaube, das ist einfach momentan so ein Trend, das ist so oft, dass Serien in 2 Teile aufgesplittet werden, weil die Leute einfach, vielleicht das Binge-Watch schon einfach müde werden. Ja, du musst ja auch deine Zeit ja auch einteilen. Du hast ja nicht mehr so viel Zeit wie noch vor 3, 4, 5 Jahren, als du dich noch mit 1 oder 2 Streaming-Diensten rumgeschlagen hast. Wenn du ja in den USA wohnst, dann hat ja jetzt jeder Verleiher seinen eigenen. Ja, wir sind ja hier noch in Anführungszeichen. Amis waren es aber trotzdem gewohnt übers Kabel. Die Amis waren es immer gewohnt über Kabel. Ne? Ja. Da sind wir jetzt ja, dann solltest du dich ja jetzt ja freuen, dass du Star Trek Discovery mit Pluto TV jetzt schön linear einmal die Woche gucken kannst. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Wie gesagt, zweimal. Discovery hin oder her. Aber dass ich Pluto deswegen entdeckt habe, finde ich so mega geil. Ey, die haben, weiß ich nicht, 150 Kanäle, da hast du einen Kanal, da läuft den ganzen Tag Cheers. Hast du den anderen Kanal, da läuft den ganzen Teil Chaos City. Du kannst den ganzen Tag deine Lieblingsserie. Ich habe mir das aufgrund von Cheers habe ich mir heute die Frasier Box bestellt, eine meiner Lieblings-Sitcoms, wo ich immer dachte, die wäre nicht komplett in Deutschland, aber die gibt's jetzt komplett Box, habe ich mir direkt geholt. Und gerade so Sachen finde ich mega geil. Kannst du einfach belanglos nebenbei laufen lassen. Echt, war eine Top-Entscheidung von denen, das bei Pluto rauszubringen, weil ich glaube, das Ding hat jetzt echt einen guten South Park, einen ganzen Tag South Park. Auch schön. Ja. Also kommt das gar nicht mehr auf Netflix.
Nein. Oh Gott. Also Discovery kommt nicht mehr auf Netflix. Nee, es wurde dann sehr kurzfristig komplett runtergenommen. Dafür kannst du dir halt jetzt verpasst. Dafür kannst du dir halt, du kannst es auf Amazon Prime, kannst dir die Staffel kaufen oder die Folgen einzeln kaufen. Du kannst aber auch jeden Freitag um 21 Uhr oder sonntags um 21 Uhr dich halt vor Pluto TV setzen und ganz klassisch eine Folge schauen. Aber dann hast du jetzt ja schon 3 Folgen verpasst. Also die dritte lief jetzt. Ich glaube, die kommen aber im Rhythmus immer danach. Also das ist Pluto TV ist lineares Fernsehen im Internet. Aber du gehst halt drauf, lädst dir die App runter auf Apple TV, also ich habe es auf Apple TV drauf und dann klickst du halt durch und dann hast du halt 150 Kanäle oder sowas. Ne? Und dann hast du halt, wie gesagt, du hast Serienkanäle. Also ein feuchter Traum von Serienfans. Ne? Also wirklich, ist halt einfach genial. Also dieser Stream ist genau nicht gesponsert von Pluto TV, ja. Liebes Pluto TV, ja. Schade, wir machen übrigens eine kleine, aber feine Star Trek Show, die ist auch gar nicht so, also die ist, also wir meinen es wirklich gut, also wirklich, ja, also wir meinen das echte, wir wollen nur euer Bestes, ja. Also wir meinen es gut mit den Writers Room. Also vielleicht Pluto TV, wir würden da uns. Ich glaube. Obwohl bei Ghostbusters waren wir auch schon relativ einer Meinung. Ja. Aber ich glaube, auch bei James Bond bin ich das erste Mal, wo ich jetzt gesehen habe, ich gedacht, okay, ich glaube, jetzt bin ich das erste Mal wirklich einer Meinung mit dir. Ich war jetzt am Wochenende nochmal in James Bond, weil es Forever Nerd Girl, den ich nicht gesehen hatte. Und ich bin halt nochmal, weil Ghostbusters lief nicht im Original. Und Anja hat sich geweigert, Paul Rudd mit einer deutschen Synchro zu sehen. Was ich verstehen kann. Und ich habe hier so einen O-Ton-Nazi bei mir zu Hause. Und dann sind wir halt in, ich sag, gut, dann gehen wir halt nochmal in James Bond, dann hast du die Craig-Dinger wenigstens abgeschlossen. Und das Schlimme ist, er war beim zweiten Mal gar nicht so schlimm. Also, er war nicht gut, ja, aber er war beim zweiten Mal zumindest mal. Ja, wie soll ich sagen? Also das Ende hat mich immer noch nicht gecatcht. Ich will es jetzt nicht verraten für alle, die irgendwie das immer noch nicht gesehen haben. Hahaha, die es noch nicht mitkriegt, aber wir werden es jetzt hier nicht spoilern. Wir haben dafür einen eigenen Cast gemacht. Hört da rein. Aber, also ich sag mal so, das Ende von Star Trek 2 Wrath of Khan catcht mich jedes Mal. Ja, da bin ich jedes Mal hin und weg. Da ist Spock schon x-fach über den Jordan gegangen. Ghostbusters hat mich auch gekriegt, aber dieses Ende hier, ich saß so drin so, mir sind noch fünf Möglichkeiten mehr eingefallen, wie man das hätte auflösen können. Ich habe mich am ersten Martin Porn erfreut, das war halt dann mein Ding. Oh mein Gott. Aber man sieht schon ein bisschen, wie wir hier abschweifen von dem Thema her. Wie belanglos das leider geworden ist. Ich bin vollkommen bei dir, da siehst du mal tatsächlich, wie der Hype tatsächlich und wisst ihr noch, wie wir beim letzten Cast abgenerdet haben und tatsächlich der Hype irgendwie so wirklich abgeflaut, weil ich habe tatsächlich, muss zu meiner Schande gestehen, also die ersten 5 Episoden, da bin ich wirklich heim, Fernseher an, zack, gucken, redet nicht mit mir, jetzt Masters of the Universe, endlich gibt's neuen Stoff, endlich gibt's was Neues. Und jetzt war das so, als wir quasi dann in unserer WhatsApp-Gruppe so, ja, wollen wir hier mal raus. Huch, stimmt das. Ich hatte noch keine Folge gesehen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe es jetzt tatsächlich, ich habe es zweimal sogar geguckt seitdem, einmal so fürs erste Mal, das zweite Mal so jetzt ein bisschen auch als Vorbereitung auf heute und trotzdem ist es halt so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt die Büchse der Pandora aufmache und sage, ich habe so bitte. Wenn ich jetzt sage, es hat jetzt so die bisschen was von der letzten Staffel Game of Thrones, man guckt, weil man wissen will, wie es ausgeht, ist dann irgendwo zwischen was zur Hölle und ich will es aber mögen und deswegen meine 60-40-Wertung halt, ne, weil also vielleicht habe ich da jetzt auch so ein bisschen den analytischen Hammer so ein bisschen sehr fallen lassen. Aber das liegt vielleicht auch eben daran, dass der Hype nicht mehr da war. Weil wenn mir eine Serie die Möglichkeit gibt, wirklich jedes kleine Plothole zu zerpflücken, dann bin ich auch nicht in diesem Hype irgendwie so drin. Deswegen hast du wahrscheinlich auch das mit Orko gar nicht so wahrgenommen, weil es dich da noch gecatcht hat mit dem Charakter. Ne? Weil Basti hatte das gar nicht so empfunden. Und bei mir war das echt so ein echt jetzt. Habt ihr das echt gemacht? Sie hält ihn einfach fest. Und das ist zum ersten Mal, dass wo ich wirklich, also ich benutze nämlich das Wort Plothole wirklich selten,
weil ich mir dann oft denke, gut, die Autoren haben Gründe, keine Ahnung, passt für eine Zielgruppe, weiß der Geier was, lässt sich irgendwie erklärt. Aber da waren echt so ein paar Dinger drin, wo ich mir dachte, nö. Und das ist so dieses, also das Gefühl hatte ich damals bei Game of Thrones eben auch so, ich wollte die letzten zwei Staffeln mögen, weil ich einfach die ganze Serie gut fand und ich hatte dieses innere Bedürfnis, es mögen zu wollen. Und trotzdem, gerade vorhin auch zu Marcel gesagt, ich muss, glaube ich, moppern. Hoffentlich bin ich die Einzige. Wahrscheinlich bin ich die Einzige im Stream, die jetzt moppert. Aber seltsamerweise sind wir uns ja ähnlich einig, dass es eben nicht alles, also 100%. Also es klingt jetzt hier ne, von uns allen oder fast, finde ich, so ein bisschen schlechter, als es letztendlich war. Aber es ist ja schon so, dass man, ich fand es nicht schlecht, aber es ist natürlich viel einfacher, sich an diesen paar Punkten dran aufzuregen, die einen gestört haben. Und da gab es halt natürlich, oder für mich gab es halt einige. Und die Sachen, die halt gut waren, die waren nicht so toll, dass man sie besonders hervorheben müsste. Von daher kommt jetzt so der Eindruck rüber, als würden wir jetzt total zerpflücken. Es ist halt ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen wie verkatert, ne? Aber so der Kater am Morgen nach der Party. Ich habe nämlich eine Sache, und das ist genau das, was du gerade ansprichst, Cass, diese Plotholes. Vielleicht sollte es eine zweite Staffel geben, ne? Was ich wirklich hoffe, ich möchte Horlax sehen, ich würde es super geil finden. Ja. Und zwar eine super dumme Sache, wo ich mich in den ersten Folgen schon so, was ich nicht nachvollziehen konnte, dieses komische Motherboard oder was sie da gemacht haben, ne? Das war doch total strange. Total seltsam. So. Das haben sie ja dieses Mal noch wieder aufgegriffen. Und ich dachte, ja klar, Skeletor kommt dahin, haut alles zu Brei. Das ist ja auch nur irgendwie so eine Götze, die sie da anbeten, ausgedacht von dem Dingsbumstar. Und aber dass es dann letztendlich dann doch etwas Besonderes war und letztendlich Hordak dahinter steckte, fand ich wieder geil. Und das lässt mich jetzt hoffen für die zweite Staffel. Vielleicht gibt es das ein oder andere, wo wir gesagt haben, oh, wie dumm, wie dumm, wie dumm, dass sie es dann auch noch wieder drehen können. Weil jetzt ist dieses Motherboard für mich ein Haken hinter und kann ich jetzt verstehen. Richtig, und das fand ich tatsächlich auch als sozusagen Nachklapp wirklich so ein versöhnliches, interessantes Feature am Ende. So dieses, ne, weil normalerweise ist es ja dann so, zumindest auch in alten Folgen war das ja so, dass wenn Skeletor mal irgendwie mit ein bisschen Schwung in die Gegend geschmissen wurde, dann war das halt so und in der nächsten Folge taucht er jetzt wieder auf. Und diesmal hat dieses weggeschleudert werden einen Kontext bekommen oder einen eigenen Handlungsbogen sozusagen. Also früher war das ja immer so, wenn da irgendjemand durch die Gegend geschmissen wurde, dann war der halt weg und dann kommt er wieder. Und das ist eben so, jetzt hat das sozusagen einen neuen Handlungsbogen angeschmissen. Und ich bin da auch sehr gespannt, wie sie das machen. Und wenn Hordak kommt, ob wir dann vielleicht auch in diesem Universum, in dieser Serie She-Ra zu sehen bekommen. Das wäre halt, und wenn sie dann über die, dann müsste ich mir fast noch mal diese She-Ra-Serie auf Netflix anschauen, die ich noch nicht geguckt habe, wo der Michael so von schwärmt. Also meine Mädchen lieben das und meine Frau findet es auch toll. Das ist aber die einzige Serie, also aus diesem Kosmos, die ich mir jetzt nicht geben konnte. Ich habe, glaube ich, meine Geschichte dazu ja erzählt, dass ich das auch gar nicht geschafft habe, uns dann übers Hören mir geben konnte. Jetzt seid ihr beide, fangt doch mal an zu Cosplay. Steckt mal irgendwelche Kostüme und guckt dann einfach nicht auf den Bildschirm und hört euch die Geschichte an. So war mein Weg dazu, dass ich es noch konsumieren konnte tatsächlich. Weil ich bin vollkommen bei euch. Ich konnte es auch mir nicht visuell, tue ich mich auch immer noch schwer damit. Ich habe meinen Frieden damit gemacht, übers Hören, über die Stimmen. Ja. Aber habt ihr denn, oder hat man etwas gehört jetzt? Chris, du sagtest gerade, das Internet ist still, man hört kaum etwas. Gibt es irgendwelche Informationen seitens von Netflix? Soll das weitergehen? Wird es eine zweite Staffel geben oder ist das Wunschdenken? Ich habe bisher nichts anderes gehört. Also wenn der Stecker gezogen worden wäre, dann hätte ich es definitiv mitbekommen. Ja. Er ist jetzt noch nicht offiziell gezogen. Es ist wirklich, ich glaube, dass man, ich weiß es nicht, also es taucht in keiner so vertrauenswürdig und so vertrauensvoll, in Anführungszeichen, diese Netflix-Chartseiten auch
nicht sind, oder weil woher sollen sie die Daten dann irgendwo haben? Die werden am Ende wahrscheinlich einfach nur die öffentlichen Top 10 abgrabben und daraus irgendwie dann einen Querschnitt bilden. Da tauchte aber halt der zweite Teil halt auch nirgendwo auf. Ja, der war also jetzt nicht großartig irgendwie in den Top 10 getrendet. Bei Twitter hat es auch so gut wie gar nicht. Ja, diese 4 Monate, die dazwischen waren, haben dem Ganzen absolut nicht gut getan. Und dieses, vielleicht hätte man schon früher was anteasern sollen. Was mich ja gewundert hat, ist, aber vielleicht weiß das einer von euch, als man die Geschichte sieht, wie Skeletor Evelyn findet, da hat er einen Gürtel und da ist Hordak drauf. Ja, richtig. Was hat es denn damit auf sich? Ich glaube, dass das weiß ich jetzt Hordak nicht. Hordak ist der Lehrmeister. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das eine Reminiszenz aus meiner Kindheit ist, aber ich glaube, es war so, dass Skeletor eigentlich ein Schurke von Hordak war, der durch irgendeinen Zufall oder Unfall oder vielleicht sogar, weil er keine Lust mehr auf Hordak hatte oder so, auf Eternia gelandet ist und sich eigentlich auf Eternia mehr oder weniger versteckt vor Hordak. War das nicht so? Ich glaube, so war das. Oh mein Gott, ich wiederhole meine eigenen Aussagen. Nee, aber ich glaube, so war das. Also das mit dem Mentor, das war, ich glaube, das kommt ziemlich genau hin. Vielleicht weiß der Chat da im Zweifel genaueres. Also von daher ist vielleicht, aber dann ist es wieder das, was ich ehrlich gesagt auch am Ende der ersten Staffel von Star Trek Discovery sagte, als die Enterprise auftauchte. Ja, da muss ich dann ganz ehrlich sagen, okay, du vertraust also deinen eigenen Charakter nicht so, dass du jetzt den anderen Kram reinbringen musst, damit die Leute auch danach wieder einschalten. Weiß ich nicht. Ja, Nee, das kannst du hier nicht sagen. Kann man jetzt hier nicht also ganz so sagen. Das hat schon Lore. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie die beiden auseinandergegangen sind, Skeletor und Hordak, aber die hatten in der Basisgeschichte früher mal miteinander zu tun, auf jeden Fall. Ja, und Hordak ist der bösere Bösewicht, weil er nicht so dumm ist. Und selbst Skeletor hat Angst vor Hordak. Ich glaube, so kann man das verorten. Und das ist dann der Bösewicht der zweiten Staffel, wie bei dem Spielzeug der zweiten oder dritten Reihe, die dann rauskam. Irgendwann war dann der dabei und so haben sie es in der Serie dann auch verwurstet. Es ist ja wie bei allem so. Ja. In Spielzeughinsicht glaube ich tatsächlich, dass diese zweiten 5 Episoden, also ich hoffe ja für die Sammler, dass diese Figuren rauskommen. 100 Pro. Weil ich glaube, die... wenn man jetzt mal aufs Character- und Kostümdesign geht, ist da natürlich, sag ich mal, für die Sammler ist da Weihnachten. Ne? Ich meine hier Evelyn als Sorceress mit dem Fledermaus-Look, dann Beastman als White. Das ist, also einmal sogar ist sie ja als Sorceress, da hat sie ja noch ein bisschen mehr an und dann ist sie ja die Godlin, wo sie wirklich dann so richtig aussieht, wie es eigentlich zu diesen Bodybuilder, zu den alten Figuren auch so passt, so super gerippt und ganz, ganz buff. Und also ich glaube tatsächlich, weniger sogar den Freunden einfach der geneigten Fernsehunterhaltung, sondern für die Sammler der Figuren war diese zweite oder die zweite Hälfte der ersten Staffel, glaube ich, ein kleines Fest. Ich glaube, die werden sich über die Figuren schon freuen, die da zu diesen neuen Outfits sind ja dann auch einige Charakter aus dem Film Canon gemacht worden. Also zum einen Blade war ja auch nur aus dem Film. Ja, und Dickman, oder? Und Pig-Boy, genau, Pig-Boy. Pig-Boy. Genau. Die Story zu Pig-Boy, für alle, die es nicht wissen, ist eine Mini-Rolle aus dem Film, nämlich besagter Pig-Boy, der einfach nur Skeletors Stab hält und für ungefähr eine Sekunde im Bild ist. Und in dem Kostüm steckt ein irgendwie 8-9-jähriger Junge, der das bei einem Preisausschreiben gewonnen hat. Diese Rolle. Ach, egal. Diese Gastrolle. Und ist also sozusagen die Story hinter Pig-Boy. Und er ist jetzt auch Canon. Ja? Von daher... das ist schön. Und dann haben wir ja da noch so eine Webstore gehabt und Spycore und so weiter. Also man hat da natürlich schon nochmal ein paar und hier auch diesen Wind Raider, glaube ich, oder wie dieses eine Schiff hieß, war dann da auch drin. Ich habe, als ich die ganzen Wachen gesehen habe von die königlichen Wachen mit ihren grünen Strumpfhosen, da habe ich mir gedacht, vielleicht will ich doch keine Realverfilmung davon sehen.
Ja, das sieht bestimmt komisch aus. Aber Kes, welches... Da muss Kes ran, die macht das. Ja, welches Cosplay hast du dir denn schon ausgesucht von Evelyn? Bist du schon am Pumpen? Also, buffst du dich schon? Ich wollte sagen, also Lila. Nach 2 Jahren Corona ist Gottlin leider im Moment nur mit Muscle Suit drin. Das geht gar nicht. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich hab so ein bisschen tatsächlich geäugt auf die Evil Sorceress, also Evelyn als Sorceress. Ich finde diesen Fledermaushelm finde ich an sich sehr ansprechend. Also der gefällt mir echt. Ich habe sogar schon ein paar Stoffe da. Ich wollte immer die klassische Sorceress cosplayen, aber habe mich da figürlich nicht rangewagt. Einfach nicht so, also das soll jetzt kein Gejammer sein mit, oh mein Gott, ich bin fett. Sondern es ist so dieses, nur Badeanzug und Strumpfhose muss man sich halt drin wohlfühlen. Und da an dem Punkt, wo ich sage, okay, da möchte ich so auf eine Convention gehen, da war ich halt einfach noch nie. Und deswegen hatte ich das immer so auf dem Zettel und hat so ein bisschen geguckt, ob die neue Sorceress, ob Tila mir da so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich jetzt vom Outfit so ein bisschen underwhelmed. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr erhofft, weil, ja, war halt so ein bisschen random. Und tatsächlich haben sie da, finde ich generell, mit den Outfits bei Evelyn bei mir ein bisschen mehr Aktien gemacht, auf jeden Fall. Und gerade jetzt dieser Fledermaushelm, der hat es dir angetan. Also ist ja auf jeden Fall gut. Mein Freund hat gerade nicht zu. Er hat versprochen, keine neuen Projekte anzufangen, solange der Dachboden noch voll ist. Aber das könnte tatsächlich es auf die Liste schaffen. Ja, und wenn irgendwann unser Fitnessstudio mal wieder auf hat, vielleicht sogar mal noch das andere. Weil ich da tatsächlich die, also jetzt aus Cosplayer-Sicht, hätte ich da die Innenseite des Umhangs, der ja animiert das Weltall ist. Mhm. Das wäre natürlich eine schöne Challenge, dass man das schön gestaltet. Ne? Dass man die Innenseiten mit diesen Galaxy Prints und dann vielleicht noch mit entsprechenden Beleuchtungsmethoden und sowas. Das wäre eine sehr, sehr schöne Challenge. Ja, aber wie gesagt, solange die Fitness... Ich kenne das Cosplay-Problem. Jetzt bloß nicht noch ein Projekt anfangen, alles gut. Ja, an mich wäre es ja mal gut, ein bisschen mehr Bewegung zu machen und sowas, aber ich weiß nicht, also wow, ich hab mal damals für Brigitte aus Overwatch, habe ich mir, ich habe mal gemessen, ich glaube 30, für eine Frau ist ein 30er Bizeps, glaube ich, okay. Habe ich mit Marcel mal richtig auftrainiert und dafür müsste man halt, da müsste ich zu Leon Kiro in die Lehre gehen. Sixpack. Da reicht Pamela Reif Video nicht mehr, ne? Ja, Sixpack One-on-One oder sowas. Nein, nicht Leon. Da bin ich gerade im Moment auch jetzt in der weihnachtlichen Lebkuchenphase, fühle ich mich da noch nicht up to the challenge. Aber wer weiß, wie es nächsten Sommer aussieht. Sven, was ist los? Was tut dir weh? Ach, ich mag den Leon ja. Der war zweimal bei mir auf der Gamescom zu Gast. Beim ersten Mal war er ein bisschen schwierig zu handeln. Beim zweiten Mal war der richtig... Also sowas von lieb und handzahm. Ich habe schon gedacht, er hat irgendeine Krankheit oder so und stirbt bald oder so, weil er einfach so, nein, also wirklich einfach ganz, ganz lieb. Aber es ist halt einfach, du musst dann einfach wissen, wie du mit ihm klarkommst und er weiß natürlich, was für ein Image er hat und er geht natürlich, es war nur der Blick von meinem Kollegen, der den moderiert hat auf der Bühne, er kommt auf die Bühne und zieht sein Shirt, hey Girls, hey, und dann irgendwie, das sind so und so viel Gramm Körperfett, ne, und mein Kumpel nur so auf der Bühne so. Das ist was so geil. Ich bin auch ein bisschen, das heißt neidisch, ich war mit Leon vor 2 Jahren, das ist übrigens heute wirklich auf den Tag 2 Jahre her, ich habe gerade vorhin meine Story gepostet mit dem weinenden Auge, in Sao Paulo auf der CCXP waren wir beide Gäste dort. Ich hatte übrigens zum Thema deprimierend, ich hatte meinen Tisch neben Leon Kiro. Jeder, der sein Selbstbewusstsein stärken will, macht auf einer Convention einen Cosplay-Tisch neben woanders. War auf jeden Fall immer gut was los bei ihm. Und wir waren da 5 Tage zusammen, auch im gleichen Hotel. Der hat sein Shirt nie ausgezogen. Ne? Das kannst du mal knicken. Ne? Der hat Marcel seinen Bart gekämpft. Hier, ich habe gerade mal hier die Bühne rauf, erstmal hoch, ne? Hier jubelst du gerade. Ja, genau, gehen wir eins zurück. Da haben wir Selfies gemacht. Da hat er mir gezeigt, wie ich richtig pumpen muss. Ja, aber der war echt also super. Das war wirklich. Ja, hat er mir gezeigt, wie man den Bizeps richtig inszeniert, der Gute. Ja. Also, bin das ich ist beim kein Muscle Suit, das ist halt
Das ist halt echt, ne? Das ist echt. Ja, ja, der ist. Er macht auch sein Make-up da alles selber. Da durfte ich in die Lehre gehen. Das habe ich mit dem Konturieren, hat er mir gezeigt. Aber für Gottlin reicht es halt trotzdem nicht, weil, also, kennt ihr das mit dem Sixpack, mit dem Maschendrahtzaun? Ne? Das wird gerade vielleicht gehen. Aber. Das erinnert mich vor ein paar Jahren auf der Konichi. Ein Kumpel von mir ist halt auch, der ist Leistungssportler, also auch Leichtathlet, der macht aus dem Stand, macht der einen Salto. Da sage ich ihn auch immer so, verpiss dich einfach. Und der hat mal hier den Spartaner aus 300 gemacht und dann läuft der da so lang und ein Typ ruft von hinten, ey Spartaner, hast denn auch ein Sixpack? Und er dreht sich so um. Und der Typ so, ja, super, top. Aber ich habe mich echt geheult vor Lachen, ne? Ja. Hast du denn auch ein Zickzack hier? Siehst du, Basti, das sind halt die Gespräche von Cosplayern unter sich und Con-Leuten, ja, weil ich merke gerade, du kriegst ganz große Augen und wovon reden die Leute da? Ich kann die überhaupt nicht. Ja, wenn es mal wieder eine Veranstaltung gibt, dann hätten wir den Basti mal mitbringen können. Ja, ich glaube wirklich, wir müssen dich mal auf eine Convention mitnehmen. Warst du schon mal auf der Comic-Con? Ihr habt ja bestimmt einige von euch haben ja bestimmt letztes Mal ein Schlumpf-Outfit gesehen. Ja, da solltest du auf die Convention gehen. Ja. Oh. Wird garantiert sehr, sehr, sehr gut ankommen. Das, so, mit das Sicherheit beliebt wahrscheinlich, ist. Ja, entschuldige. Nein, aber ich war noch nie auf einer Convention, nein. Okay, nein. Ladies and Gentlemen. Sehr, sehr spannend. Ladies and Gentlemen, we have a challenge. Also ich sag mal, auf der nächsten veritablen Con suchen wir dir mal eine raus und dann werden wir da mal hingehen. Mal gucken, was da so demnächst ansteht. Was auch was Gescheites ist jetzt, nicht irgendwie so eine... Ja, also ich würde halt mal vorschlagen, wir haben ja hier Connections zu Gamescom, wie wir gerade gehört haben. Vielleicht, der Basti ist ja jetzt auch nicht untalentiert an Maus und Tastatur, da kann man doch mit Sicherheit mal was machen. Vielleicht machen wir was, vielleicht haben wir auch nächstes Jahr wieder eine CCXP, das wäre ja auch ganz schön. Oder ja, also von da. Ich war auch jetzt ja vor 14 Tagen, das habt ihr vielleicht in meinen Stories gesehen, waren wir ja auf der Comic-Con in Stuttgart gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war vor allem aus der Tatsache heraus, weil zeitgleich ja noch dieses lasterhafte Spiel Köln gegen Gladbach stattfand, ja, wo sich ja alle darüber aufgeregt haben, dass da alle ohne Maske standen und so weiter, muss man hier sagen, mal wieder ein großes Chapeau an die Nerd-Community, ja. Also die Konsequenz, wie hier Maske getragen wurde, wie versucht wurde, Abstand einzuhalten, es hat nicht immer geklappt, so ehrlich muss man sein, ja. Aber wie wirklich auch andere darauf hingewiesen wurden, wenn die ihre Maske nicht auf hatten, wie die Cosplayer sich Mühe gegeben haben, ihre Masken ins Cosplay zu integrieren, war einfach vorbildhaft. Das war ja eine 2G-Veranstaltung, genau, keine 2G+, eine 2G-Veranstaltung. Soweit ich es mitbekommen habe, kann natürlich nur Momentaufnahmen sprechen, lief das auch an der Tür friedlich ab. Jeder hat halt da gewartet, es wurde mit Ausweis kontrolliert, es wurde mit der App kontrolliert und so weiter. Also das war vorbildlich und unter den Bedingungen sehe ich ehrlich gesagt nicht, warum man das nicht machen sollte. Sie hatten ja auch extra noch eine Halle mehr dazu, einen größeren Außenbereich. Es hat sich halbwegs verlaufen. Natürlich war weniger los als sonst, klar. Ja, aber unter den Voraussetzungen war das schon okay. Leider war es nicht möglich. Das war so der einzige Grund, wenn du kein, ich sag mal, Autogramm- oder Fotobusiness hattest, mit den Stars dann zu reden. Also wir machen ja gerne mal so Interviews, wenn die da so rumsitzen und nichts zu tun haben. Und da waren einige, die nichts zu tun hatten. Also Patrick Bach und Radus Bogl hatten halt gar nichts zu tun. Aber mal so ein kleines spontanes Interviewchen, wenn ich da jetzt nicht für ein Autogramm gelatzt hätte oder so, haben die Gästebetreuer nicht zugelassen. Die Stars hätten es vielleicht gemacht, aber die Gästebetreuer haben irgendwie gesagt, nee, wollen wir nicht. Okay. Dafür ist Martin Semmelrogge dauerbesoffen im Presseraum rumgerannt, weil er irgendwie nicht gecheckt hat, dass es einen extra VIP-Raum gibt. Und der hatte dann immer seine Beats auf und hat, ich glaube, er hat mitgesungen, aber eigentlich war es nur irgend so ein Brabbeln, wie so ein alter, verwirrter Mann. Ja. Naja, also das passiert dir halt ab und zu das mal auf. Dazu, aber lass dich davon nicht abschrecken, Basti. Und um da jetzt aber nochmal den thematischen Kreis zu schließen, zurück zu unserem eigentlichen Thema. Da war was, ja. Ja, die Schirma-Serie. Aber ganz kurz eben noch. Ganz die Schirma-Animated-Serie. Ja. Ja. Da ganz hat man immer noch Cosplays gesehen. Ganz kurz, es sind nicht weniger Zuschauer geworden, seit wir über was anderes reden. Das muss man an der Stelle auch sagen. Also She-Ra Cosplays, was war mit She-Ra Cosplays? Richtig, über dieses Cosplay-Thema zurückzukommen. Von der She-Ra-Serie sieht man immer noch Cosplays.
Ich habe von der Originalserie, der alten. Nee, auch von der neuen. Nein, von der neuen. Echt? Von der neuen. Super beliebt, ganz, ganz, wurde gehypt, waren Halbkostüme letztes Jahr und waren auch eben auf der Comic-Con in Stuttgart, habe ich welche gesehen, immer noch sehr, sehr schöne Arbeiten. Und das ist ein eindeutiger Indikator, wie das, wie jetzt Masters of the Universe Revelation auch im Fandom angenommen wird. Ja. Ich habe kein einziges Cosplay gesehen. Kein einziges. Nee. Von keinem der Charaktere. Nichts. Ja. Ich habe in Stuttgart auf der Comic-Con einen, oder das muss ich noch posten, einen habe ich gesehen, einen ganz tollen Herrn, der hat sich einen Orko als Handpuppe hat er sich gemacht. Und das sah so super niedlich aus und richtig schön und liebevoll. Aber das war aus der klassischen Serie. Also das war jetzt auch nichts von Revelations. Und ich finde, also man soll jetzt das Thema Cosplay nicht überhöhen, aber wenn in der Community kein einziges Cosplay zu einer Serie auftaucht, auch nicht von irgendeinem der Hype, also wo man sagt, es gibt einen Hype-Charakter oder sowas, ne, dann ist es schon ein eindeutiger Indikator, wo es, glaube ich, hingeht. Und normalerweise hätte ich damit gerechnet, dass jetzt nach den ersten 5 Folgen da schon das ein oder andere vielleicht auftaucht. Ich hätte eigentlich mit Tilas gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Aber da hat es wohl auch nicht gezündet. Und da ist dann auch wieder die Frage, für wen ist die Serie eigentlich gewesen? Weil ich sage jetzt mal so, die 18- bis 25-Jährigen, die jetzt in der Cosplay-Community vielleicht sich für so ein Kostüm entschieden hätten, bei denen sicherlich nicht. Ja, ich als so mittelalte Cosplay-Oma denkt sich so, ja, der Fledermaushelm, der könnte mal was werden. Ist halt eigentlich so ein bisschen schade, weil, wie ihr schon sagt, vielleicht ist es wirklich, vielleicht, also ich weiß gar nicht, ob es vielleicht auch mit einer wöchentlichen Ausstrahlung die Leute ein bisschen mehr bei der Stange gehalten hätte, weil, also, ich gebe dem Basti auch vollkommen recht, so schlecht, wie wir, also wir haben jetzt gerade natürlich uns erstmal quasi ausgekotzt, was wir alles blöd fanden, ne? Trotzdem habe ich es zweimal angeschaut und habe mich zweimal gut unterhalten gefühlt, ne? Und auch der Rage He-Man, also der Savage He-Man oder, ne, also, hat mich gut unterhalten. Keine Frage, ne? Nur, wo ist der Hype? Ja, man hat es halt so weggeguckt. Ja, gebe ich dir vollkommen recht, wenn du überlegst, gerade was Cosplay, natürlich sind die Cosplays jetzt einfacher, aber wenn du überlegst, was bei Squid Game gerade wieder die Leute rumlaufen oder Haus des Geldes, klar, wie gesagt, die sind einfacher, du kannst das einfacher machen als jetzt ein He-Man-Cosplay, was komplexer ist. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also da wäre, glaube ich, mehr aufgetaucht, wenn da so ein Hype mitgezogen wäre oder so. Ja. Aber wenn ihr jetzt mal euch dran erinnert, was das für ein Hype war. Der Hype war ja da, ne? Und ich glaube, das, was Sven sagt, das habe ich schon immer so empfunden. Ich hasse Binge-Watching, beziehungsweise dieses alles rausbringen an einem Tag. Ich glaube, damit tun sich die Serien auch gar keinen Gefallen. Es war ein Hype da. So, jetzt bringst du das raus an einem Tag. Das heißt, dieser Hype ist aber auch schnell weg. Es schreiben alle einmal darüber, ja, bums, weg. Wenn ich eine Serie wöchentlich rausbringe, ja, gerade mit so einem krassen Ding, was sie ja hatten, das hatten sie ja, sie hatten He-Man in der ersten Folge getötet. So, dann habe ich das in der zweiten Woche wieder, in der dritten, vierten und die hätten auf jeden Fall die ersten 5 Wochen bis zum zweiten Tod von He-Man, Tod, hätten sie es gehabt, ne? Und das ist halt, ja, dann ein Stück weit geschenkt, ne? Also entweder ganz Stücke, ne? Oder vorhin haben wir ja gesagt, alles am Stück. Ich hätte noch eine Frage an euch. Kam ich gerade drauf, wo ihr über Cosplay und Tila gesprochen habt. Ein großer Kritikpunkt der Community, also nicht von mir, war ja neben He-Man Tila. So, wie sie Tila umgesetzt haben, optisch und von ihrer Art und Weise. Hab das nur ich so wahrgenommen oder sind die am Ende auch da? Ja, will man sagen, eingeknickt, jetzt hast du es gesagt, ich wollte es nicht sagen, weil am Ende auch diese Endszene, sie sah wieder aus nicht wie immer, sie hatte die Haare nicht hoch, aber sie hatte wieder schöne, lange Haare, ne, dieses der rotzige Outfit. Ja, genau, sie war wieder feminin, sie war lieb und nett und total ausgeglichen, dieses rotzige war vollkommen weg, ja. Und auch im Optischen, ne? Diese Undercut, es war alles weg, es war so weichgespült, hatte ich so den Eindruck. Ja, die Frage ist, ob das, die Sorceress war ja, also ihre Mutter war ja auch schon immer so diese sphärische, halbesoterische Flüsterstimmenfrau, ne? Wollten sie darauf einzahlen? Mhm.
Weiß ich nicht. Es ist mir aber auch aufgefallen, allein deswegen, weil ich eigentlich, wie gesagt, ich hatte drauf gehofft, dass ihr Endoutfit einfach so ist. Mhm. War es leider nicht. Wo man es, finde ich, auch gemerkt hat, ist zum Beispiel bei Evelyn in ihrer Godlike-Erscheinung. Die hat, da haben sie es durchgezogen wiederum, ne? Die ist buff, die hat Muskeln, Sixpack, Kurzhaarschnitt, und Evelyn hatte ja, also ich meine, klar, früher mit dem Helm hat man es jetzt nicht gesehen, aber sie hatte ja eigentlich unter dem Helm lange Haare. Mhm. Ja, haben sie in ihrer Göttinnenrolle, haben sie eigentlich diesen eher maskulinen, sehr Kurzhaarschnitt alles so ein bisschen gegeben und ihr wieder zum Schluss nicht mehr, ja. Da ist jetzt die Frage, wie man es ihnen natürlich auslegen, wie möchte man es ihnen auslegen, wie möchte man es den Machern interpretieren, glaube ich, ne? Weil ich bin bei dir, das ist vom Look her und auch von ihrem, ja, von ihrer Stimmung her tatsächlich eher so die Mama geworden ist. Zweite Frage, die ich dazu hätte, zu Teela. Ja. Es wurde ja, also in der ersten Hälfte kam es ja so ein bisschen so rüber, als wäre sie, es wurde nicht thematisiert, aber es kam so rüber, als wäre sie vielleicht lesbisch. Also kam jedenfalls bei mir so rüber, oder? Es wurde zumindest etwas impliziert, ja. Also kam so rüber. Wäre ja kein Problem gewesen. Jetzt habe ich mich hier an zwei Stellen gefragt, wird jetzt doch wieder so eine Liebelei zu Adam aufgebaut. Einmal eine Szene, ich weiß nicht, wo sie nebeneinander saßen, und Adam zu ihr sagt, du, ich muss dir, ich wollte dir immer etwas sagen. Und wo sie ihn dann unterbricht und sagt, ja, die Sorceress ist meine Mutter. Da hatte ich so den Eindruck, wollte er ihr sagen, du, ich habe dich immer geliebt oder so. Zweite Szene ganz am Ende, die weichgespülte Teela, wo sie so, du bist mein Held, und ich glaube, sie fasst ihn dann auch so an die Hand. Sollte da eine Liebelei angedeutet werden, oder ist das zu viel reininterpretiert? Also ich bin auch drüber gestolpert, muss ich ganz ehrlich sagen, über die zwei, weil das eine ist so der Klassiker. Das eine ist der Klassiker, du, ich wollte noch was sagen, ja. Das ist ja so der Klassiker. Und dann, ja. Punkt. Ich sag mal so, es wurde ja nie ausgesprochen, dass sie jetzt mit der, wie auch immer die da hieß, eine Beziehung hat. Es war ja, man hätte es so sehen können, aber es war, die haben keine körperliche Nähe ausgetauscht, noch sonst irgendwas, sondern die waren halt im Zweifel einfach nur Best Buddies. Ich glaube, dass in der LGBTQ-Sichtweise das einfach vom Mob das so gesehen werden wollte. Wenn du mich fragst. Und dann sagt man, okay, man kann es halt so sehen, aber ich hab's. Ja, also ich bin da eher bei dem Klassischen, dass wenn die dann was machen aus der Nummer, dann machen sie es mit He-Man und ihr. Also die andere ist raus. Sind wir wieder beim Thema Mattel. Also ich glaube, Mattel ist noch nicht so weit. Weiß ich nicht. Wäre jetzt mein. Nee, ich weiß halt nicht, was heißt so weit. Ich meine, klar, amerikanische Firma und grundsätzlich Brüder etc. pp. Aber diese Actionfiguren verkaufst du ja nicht mehr an die Töchter von Basti oder an die Söhne von irgendjemand anders. Das ist für uns alte Säcke, die sich das ins Regal stellen, würde ich jetzt behaupten. Das ist doch nichts, was in der Spielzeugabteilung im Real steht. Ja, und von daher kannst du da eigentlich alles machen. Aber ich glaube nicht, dass sie den. Die Coronis haben sie nicht, also von daher, das werden sie aber nicht. Aber ich bin auch bei euch, da ist, glaube ich, in der letzten Folge, wo sie ja dann im Endeffekt Teela macht mit ihrer Macht irgendwas, sie sagt schon, bring mir was in Ordnung, und dann sagt sie so zu ihm so, ja, willst du mir nicht helfen, mein Held, oder du Held, oder irgendwie, und das war so ein implizierter Flirt-Ton, glaube ich, ist da schon so mit dabei, ne? So dieses, hilf mir doch mal, ha. Ne? Ist schon, also jetzt nicht so massiv, aber auch da, wo sie zu zweit im Jet sitzen, das waren also eigentlich so die klassischen Momente, ja. Man darf gespannt sein, wenn es eine weitere Staffel gibt, wie sie das weiterspinnen. Was die Leute halt viel mehr aufgeregt hat, war halt, dass He-Man im Endkampf halt nur ein Sidekick war am Ende. Das hat wohl das Internet mehr aufgeregt. Das, also der große Kampf zwischen Evelyn und Sorceress war,
Ganz ehrlich, ja, ich habe es vorhin auch gesagt, die waren halt ein bisschen einfach, die Endgegner, aber das war jetzt, also er hat gegen Skeletor gekämpft, das war halt sein Ding und sie hatte, das hat doch gut gematcht, also ich habe da auch kein Problem gesehen. Und er hat ja seinen Rage-Modus mittendrin schon gehabt, also ja, von eben, daher, genau. Weiß ich nicht. Von daher, ich habe das jetzt auch also da so kann ich jetzt auch wieder das Internet nicht verstehen, also daran habe ich mich jetzt nicht gestört, die haben sich klassisch aufgeteilt. Ja. Einer hat sich um Skeletor gekümmert, einer um Evelyn. Genau. Der Rest hat sich um die Massen gekümmert, die da so unterwegs waren. Also eigentlich eine klassische Endschlacht mit zwei, drei Plot-Auskopplungen. Genau. Wo ich jetzt keinerlei, ich habe mich ja echt an vielen gestört, aber daran? Ja, eben, das habe ich mir auch gedacht, so okay, ja, das hätte waren jetzt andere Dinge drin. Ja, Mensch, ich glaube, ein bisschen drehen wir uns jetzt im Kreis. Deswegen wollen wir für heute mal die Sendung vielleicht mal langsam auf die Zielgerade bringen. Also ich glaube, wir können festhalten, wir würden uns eine zweite Staffel schon nochmal angucken, vor allem, wenn der Order kommt, ne? Ja. Also, ich würde es mir sehr wünschen. Also da ist noch viel Luft nach oben. Die Schlangenmenschen wären ja auch noch da. Ja. Da gibt es schon noch Potenzial, was noch nicht genutzt wurde. Und also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn Hordak kommt, dass sie vielleicht das wieder so machen, dass es wieder zwei Hälften für eine Staffel gibt mit Hordak und dann kommt vielleicht wirklich She-Ra. Dann hätten sie halt, also jetzt spricht bei mir wieder die Marketing-Tussi, warum sollten sie denn jetzt bei den neuen Figuren das She-Ra-Universum auslassen? Und ich glaube aber, eine weitere She-Ra-Serie nochmal zusätzlich zu der, die eh schon da war, werden sie nicht bringen. Aber wenn sie jetzt natürlich in die Revelation-Serie implementieren können, wäre halt dann also nochmal ein zusätzlicher Punkt, halt auch Actionfiguren rauszubringen. Ne? Und ich meine, jetzt mal an die Mädels da draußen, wer würde sich nicht Swiftwind kaufen? Ne? Da wäre ich naja, ich meine, ne? Aber jetzt, wo Fisto tot ist, ja, da ist ja für Bo niemand mehr übrig. Der braucht jetzt eine Weile. Nee, also da konnte ich jetzt noch mit, dass Skeletor über seinen Boner gestürzt ist. Ja. Ne? Der ist auch schön. Der ist auch schön. So, bevor die Witze immer flacher werden, du hast jetzt noch, Basti, noch kurz die Möglichkeit, Werbung für diese CGI-Serie zu machen. Oh, also ja, okay. Ich habe mir das angeschaut und ich wollte es zuerst mit meinen Kindern sehen, die haben aber irgendwie abgewunken. Und habe es dann mit meiner. Ich habe es mit meiner Frau weitergeguckt und ich muss sagen, wenn man an diese Serie herangeht und einfach nicht erwartet, dass Sachen wiederkommen, so wie hier. Hier habe ich dann schon eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und habe mir Sachen gewünscht. Hier ist es eigentlich so, bis auf die Namen, ja, ist alles anders. Rollen, also Männer sind Frauen, also Ramman ist zum Beispiel eine Frau und so weiter. Die haben so ein bisschen ein größeres Gleichgewicht geschaffen zwischen Männern und Frauen. Und die ganze Dynamik ist eine ganz, ganz andere. Orko ist irgendwie so ein kaputter Roboter aus der Vergangenheit und ach, ist schon ganz cool. Also man darf da nicht mit einer großen Erwartungshaltung auf das, was man kennt, rangehen. Und wenn man einfach denkt, das ist ein He-Man geholt in die Jetztzeit, ja, so wie wenn He-Man jetzt erfunden worden wäre, dann wäre das vielleicht so. Es erinnert mich ein bisschen mehr vielleicht an Power Rangers. Weil es ist so, das finde ich auch toll, funktionieren mehr als Team. Da ist es auch nicht He-Man, der alleine die Macht hat, sondern die anderen auch mit. Und dadurch bekommen die anderen ihre Fähigkeiten. Man-at-Arms, Ram-Man und ich glaube, Teela ist da noch dabei. Und Battlecat natürlich. Battlecat übrigens total geil gemacht. Also hat mir sehr gut gefallen. Ich fühlte mich sehr gut unterhalten. Okay, habe da aber auch keinen Anspruch an die Serie gehabt. Okay, wenn man es aber mit die Voraussetzungen waren mir so nicht bekannt. Das heißt, ich habe es halt ein bisschen in der Erwartungshaltung wie klassisches He-Man nur ein bisschen mehr für Kids geguckt und dann denke ich mir so, okay, was, wie, wo? Okay, es ist mehr so eine Reimagination-Geschichte. Okay, verstehe.
okay. Also, ich werde es trotzdem kommen. Nicht nochmal gucken, aber vielleicht hast du ja den einen oder anderen davon überzeugt. Wenn wir euch überzeugt haben, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei iTunes oder Podcast Addict. Da könnt ihr uns immer einen kleine Nachricht hinterlassen und auch natürlich ein paar Sterne vergeben. Eine Bitte, wenn ihr uns nur einen Stern gebt, dann schreibt auch gefälligst hin, warum. Würde mich dann schon interessieren, ja. Da bin ich immer, dann sag wenigstens, was euch nicht gefallen hat. Wenn es euch aber gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine E-Mail an info@nerdizismus.de oder eine Sprach- oder Textnachricht an die 015259647709. Und weiter geht's auf unserem Channel am Donnerstag. Da geht's weiter mit den Hero Nerds, wenn wir über Hawkeye reden. Und die Woche drauf dann am Dienstag, den 14.12., ich glaube, das ist ein Dienstag, genau, geht's dann weiter mit Star Trek Discovery. Euch dreien danke ich vielmals für die, auch wenn wir jetzt ein bisschen abgeschweift sind, wieder sehr, sehr lustige Runde. Ich freue mich auf jeden Fall, mit euch eine mögliche zweite Staffel zu besprechen. Und da sollten wir uns auf jeden Fall zusammenführen. Und wenn es vorher noch eine Con gibt, wo wir den Basti mitnehmen, damit wir ihn mal so richtig schön in eine Cosplayer-Runde schmeißen können, ja, das wäre natürlich eine wunderbare Sache. Da, ich glaube, da wird das Basti auch ganz viele Stories von machen. Da glüht das Instagram. Hey, also TikTok. Ich habe TikTok natürlich, genau. Cass, ne? Ich habe ganz tolle TikToks von dir gesehen. Also checkt mal bitte Cass nicht nur Instagram ab, sondern auch auf TikTok. Super. Und das wird noch gut so weitergehen. Da bin ich echt von überzeugt. Ja, wir hatten ein bisschen Spaß in Stuttgart. Ja, ist super geworden. Sagt jemand, der sich mit der Materie auskennt. In diesem Sinne. Das ist ein Ritterschlag zu sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. In diesem Sinne, also macht Idiot da draußen. Vielen Dank auch an den Chat. Cass, vielen Dank. Sven, vielen Dank. Basti, vielen Dank. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Wir haben Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.